hat sich das BBZ Arnsberg hier engagiert in der Fertigs-Eis Arena bei diesem hochkarätigen Ereignis an der Junioren-Weltmeisterschaft. Ja, wie gesagt, wir sind im Handwerk und das Handwerk ist ja nicht gerade von Nachwuchssorgen befreit und wir gehen in der Werbung und im Sponsoring seit 3-4 Jahren professionelle Wege. Sportmarketing steht da ganz oben mit auf der Liste. Wir waren auch schon mal hier in Winterberg, wir waren 2 Jahre lang beim Snowboard-Weltcup, der jetzt Mitte März, glaube ich, auch wieder stattfindet. Aber dann haben wir den Kontakt mit Frau Schmidt bekommen und die hat uns diese Veranstaltung vorgestellt. Ja, und die Bauern, das ist eigentlich für uns auch das, wo wir hinkommen, weil hier hängt noch ein bisschen mehr dran, hier sind viele junge Leute und nicht jeder schafft hinterher den Schritt zum Olympiasieger. Und wir haben im Handwerk eine ganze Menge zu bieten, also Berufsbildungszentrum kann man den Meister machen, da kann man sich weiter fortbilden. Jeden Tag haben wir 600 Schüler, die wir da rein und rausschleusen. Ja, und der es eben nicht schafft, dem kann man auch eine Perspektive bieten. Oder auch generell das Handwerk mal aufzuzeigen hier im Winterberg, was es ist. Mit welchen Argumenten hat denn Sandra Schmidt die BBZ überzeugt, hier einzusteigen? Sie hat uns von Anfang an gesagt, dass wir, glaube ich, ganz gut zusammenpassen von den Sachen, die wir da machen. Junioren-WM, junge Leute, ja. Und da braucht es auch nicht viel, bis wir dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir mal in die Wege. Wenn wir einmal das BBZ unter die Lupe nehmen, das ist ja schon noch nicht nur von der Architektur her, sondern auch vom Angebot und von der Nachfrage her, ein Riesending, das ist also doch auch, ich würde schon sagen, also hat eine Pilotcharakter, eure Ausbildung. Ja, also das ist ein riesengroßer Kasten, also wirklich, das ist größer als jede Schule. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, wir schleusen 600 Leute jeden Tag dadurch. Das sind einmal Azubis, die bei uns überbetriebliche Ausbildung machen. Also alles das, was sie im normalen Betrieb nicht machen, machen sie bei uns. Dann gibt es die Meisterschüler, 14 Handwerker, Handwerksberufe haben wir, wo man Meister werden kann. Das geht bunt gemischt von Bauberufen über Kosmetik, Friseur, Kfz, Sanitär, Heizung und dann kann man bei uns auch studieren. Das glaubt jetzt auch keiner, dass man es kann, aber den Beruf kann man auch noch Ingenieur werden bei uns. Das heißt also in Kooperation wahrscheinlich mit der Fachhochschule Südwestfalen? Das Studium läuft in Kooperation mit der FH Südwestfalen, ganz genau. Und ja, das machen wir jetzt auch schon 4-5 Jahre im Anlauf schon. Ja, was mich immer fasziniert, wenn ich mal da bin, wieder kein Handwerker, kein Talent, aber ist eine andere Sache. Das Kfz-Zentrum ist eine Sensation. Ja, Kfz kennt man weit über unsere Grenzen hinaus. Wir haben, glaube ich, in den letzten 5 Jahren 6 Mal angebaut oder was. Da ist immer wieder was dazugekommen. Es ist also teilweise so, es ist bundesweit anerkannt. Skoda ist ständig bei uns auf dem Gelände und Skoda lässt von unseren Trainern alle Kfz-Mitarbeiter in den einzelnen Skoda-Werkstätten schulen, weil Skoda das eben nicht kann. Die kriegen das nicht hin, ihre Leute auf die neuen Autos zu schulen. Deswegen schicken sie uns zum BBZ Arnsberg und unsere Trainer sind in der Lage, die da eben vom Block zu schulen. Also das BBZ Arnsberg, der Handwerkskammer Südwestfalen, lokal verortet, regional vermarktet und dann natürlich auch national unterwegs und an diesem Wochenende hier in Winterberg. Das freut uns ganz besonders. Was erwarten Sie? Ja, ich freue mich erstmal, wir haben die jungen Sportler gerade schon gehört, die sind alle top motiviert und ja, ich hoffe natürlich, dass das hier eine tolle, erfolgreiche Veranstaltung wird. Wir haben uns ein paar Sachen ausgedacht, die wir machen bei unserem Stand. Ja, wir werden morgen noch so ein paar Giveaways verteilen, die auch hoffentlich für Lautstärke sorgen. Hoffen wir, dass viele Leute kommen, dass sich das viele angucken und natürlich, dass es hier eine tolle Veranstaltung wird. Und wenn es dann noch mit ein paar Titeln klappt, ja mein Gott. Gut, Dankeschön, Dirk Beckemeyer, Sponsoringleiter des Berufsbildungszentrums. Warum wird das übrigens klein geschrieben, BBZ, habe ich mich immer gefragt. Jo, dann haben wir mal irgendwie so in unser Logo gepackt und seitdem schon alles klein. Gut, Dankeschön, das war auch eine Erklärung. Und wir werden uns dann ja auch hier in und an der Wand sehen. Dankeschön, Dirk. Also,